Wer kennt ihn nicht? Den Matthäus Rosé aus der Buchsbeutelflasche. Dieser süffig süße Wein macht es so Grab sozusagen reich. Aber fernab von diesem Modewein werden hier auch eigenständige Weine wie dieser Tinto produziert. Diese Cuvée aus autochthonen, das heißt heimischen Rebsorten, wurde aus dem besten Traubenmaterial erzeugt. Im Glas haben wir einen Rubingranat. Der Wein hat ein warmes und würziges Bouquet mit Aromen von Brombeeren, Erdbeeren, etwas Nelke, Unterholz, erdige Noten und Veilchen. Am Gaumen ist er ein vollmundig mit einer reifen Frucht. Er ist würzig, samtig, mit schönem Schmelz, ansprechender Art und einem warmen Nachhall. Dieser Wein passt ganz hervorragend zu einem Zwiebelrostbraten. Dieser feurige Wein bietet unkompliziertes Trinkvergnügen. Wir bewerten ihn mit 84 von 100 Punkten bei einem Lagerpotenzial bis 2011. Im Bordeaux-Pokal der Vigna-Serie präsentiert er sich hervorragend.